Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder einen Erzocker mitgebracht, der sein Handwerk nicht so richtig versteht. Und naja, wie immer auch dann nicht ganz alleine fertig wird mit mir. Sodass dann auch noch eine Kollegin wieder eingreifen muss. Die Kollegin, ganz zum Schluss, die zeigt uns dann ihr wahres Gesicht und was wir hier eigentlich für eine Firma dran haben. Da muss man, glaube ich, gar nicht weiter was dazu sagen. Die Firma verrät ihre Seriosität. Hier wie so oft am Ende dann selbst wieder. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Hallo. Schön, ja. Herr Gewaltwiger, guten Tag. Wir haben vor einigen Stunden telefoniert, ja? Ich bin William von Finanzamt Kunden, ja? Ja, wir möchten Sie dann sprechen. So, der Grund, warum ich Ihnen rufen, ist, dass ich habe... Nee, nicht der Grund. Wen? Bitte? Wen möchten Sie sprechen? Claudia Gabelbiger. Ach so, ja, ist am Apparat, ja. Ja, und hier beginnt die Seriosität von dem Unternehmen schon. Tja, der tolle Mitarbeiter legt hier direkt los mit seinem komischen Programm und interessiert sich überhaupt gar nicht dafür, wer eigentlich am Telefon ist. Ob überhaupt der Tele oder der Kunde am Telefon sitzt, der sich da angeblich eingetragen haben soll. Tja, da wird einfach direkt fröhlich drauf losgeplappert. Vom Prinzip her müsste man ja eigentlich erstmal nachfragen, ob man den richtigen Kunden überhaupt am Telefon hat. Ob die Rufnummer stimmt und ob der richtige Ansprechpartner unter dieser Leitung eben auch gerade mit mir kommuniziert. Tja, aber darum geht's halt einfach nicht. Letztendlich möchte man nur an euer Geld kommen. Und Datenschutz oder ja irgendwelche Regelungen, gesetzliche Vorschriften, die werden hier schon gleich zum Beginn des Gesprächs nicht mal ansatzweise eingehalten. Ja, so als ich schon gesagt habe, ich bin William Fischer und ich bin Ihre Kontoberater auf der finanziellen Börse, ja? Und ich habe Informationen bekommen, dass Sie sind auf unserer Plattform registriert, aber Ihr Konto ist noch nicht aktiv. Ich möchte Ihnen helfen, dieses Konto zu aktivieren. Und wenn Sie Zeit haben, wir können alles in 10 Minuten machen, ja? Aha. So, erstmal, ich muss Ihnen fragen, haben Sie Erfahrung auf diesem Feld? Was habe ich? Erfahrung. Ja. Handelte Sie mit Kryptowährungen? Nee. So, wie Erfahrung haben Sie dann? Ich verstehe die Frage nicht, die ergibt keinen Sinn. Bitte nochmal? Die Frage hat so keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, was Sie möchten. So, ich wiederhole noch einmal. Ich habe Informationen bekommen, dass Sie sind auf unserer Plattform registriert, ja? Auf Tyron Invest. Ja, ja. Und ich sehe in meinem System, dass Sie haben Ihr Konto nicht deaktiviert, ja? Und ich möchte Ihnen helfen, dieses Konto zu aktivieren. Ja. Sie haben bei Bitcoin-Werbung registriert für Online-Handel. Vor 7 Tagen, ja? Ja, weiß ich nicht, wenn Sie das sagen, kann sein, ja. Ja, da... Ja, ich habe diese Information bekommen. So, ich kann das genau sagen, dass es gibt ein Konto auf unserer Plattform, aber dieses Konto ist nicht noch aktiv. Und ich möchte Ihnen helfen, ja? Herr Gabelbiger, möchten Sie bei uns handeln? Ja, na klar. Ja, so... Ich interessiere mich, wie Erfahrung haben Sie? Handelte mit Sie Kryptowährungen oder haben Sie, welche Erfahrung haben Sie? Ich interessiere mich. Nö, ich habe es jetzt nur mit Schlüpfern gehandelt. Bitte nochmal? Mit Schlüpfern. Mit was bitte? Na, mit Schlüpfern bis jetzt. Mit mehr habe ich noch nicht gehandelt. Okay, und möchten Sie jetzt handeln bei uns? Ja, mit was kann man denn also bei euch handeln? So, wir können Ihnen bitten, bei uns mit Kryptowährungen handeln, ja?
derzeit der beste Gegenstand des Handels ist Kryptowährungen. Wissen Sie, was Kryptowährungen? Nee. So, Kryptowährungen sind eine digitale Währungen und existieren nur mit digitalen Formen. Zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum oder RIP. Wissen Sie diese Währungen? Nee, wie macht man das? So, als ich schon gesagt habe, diese Währungen sind digitale Währungen. Und diese Währungen existieren nur in digitalen Formen. Und derzeit zum Beispiel ein Bitcoin kostet 29.000 Euro, ja? Und diese Währungen hat Wert, eine eigene Wert, ja? Und Sie können bei uns handeln mit diesen Kryptowährungen. Ja, und wie bekommt man die? So, Sie können einfach mit einem minimalen Kapital handeln mit unserer Expert anfangen und mit diesem Kapital Sie aktivieren Ihr Konto und bekommen einen Platz im Finanzmarkt. Wie man hier wieder wunderbar an dem Gespräch raushören kann, geht es einfach nicht darum, dass man irgendwelche Fragen beantwortet bekommt. Da wird ja gerne nur um den heißen Brei geredet. Es geht immer und immer und immer wieder einzigst und allein nur darum, dass man hier endlich sein Geld einzahlt. Ohne Sinn und Verstand wird immer wieder, zu dem Punkt geführt, man soll einzahlen, man soll einzahlen, man soll einzahlen. Und wenn man Fragen stellt, dann gibt's da entweder nur blöde, dumme oder absolut unrealistische Antworten, die nichts mit der eigentlichen Fragestellung zu tun haben. Ja, sind Sie da? Ja, ich hab's nicht verstanden. So, ich erkläre nochmals. So, Handel mit Kryptowährungen ist sehr schneller, sicher und flexibel, ja? Sie können Ergebnisse nach mit Mindestzahlungen sehen, aber wenn Sie genug Kapital investieren, können Sie ein paar Monate mit einem erfahrenen Expert so viel verdienen, dass Sie ganze Leben so groß leben, ja? Aber am Anfang, Sie können mit einer minimalen Investition anfangen. Und dieses minimale Deposit ist 250 Euro. Mit diesem Kapital können Sie mit unseren finanziellen Experten Handel anfangen und Sie können selbst Ergebnisse sehen. Ja, und das, wie läuft das dann ab? Nochmal bitte? Wie läuft das dann ab? So, als ich schon Ihnen gesagt habe, Sie haben ein Konto auf unserer Plattform, ja? Ja. Und Sie machen Investitionen auf Ihrem Konto. Und dieses Konto ist auf Tyron Invest, ja? Ja. Und Sie können mit einem minimalen Deposit handeln, genau anfangen, ja? Und wie viel geht da maximal? So, maximal erste Deposit ist 1000 Euro. Sie können mit 1000 Euro hätten anfangen heute. Und natürlich, Sie haben bessere Ergebnisse, wenn Sie zum Beispiel mehr Geld handeln anfangen, ja? Zum Beispiel, wenn Sie handeln mit 250 Euro, Sie verdienen in einer Woche zum Beispiel 100 Euro. Aber wenn Sie mit 1000 Euro Handel anfangen, Sie verdienen in einer Woche zum Beispiel 400 oder 500 Euro. Ja, und wie viel verdient man da, wenn man da 1000 einzahlt? Ja, einen Moment bitte. Warte ganz kurz bitte. Ja. Okay, so, Sie möchten investieren, ja? Ja, aber ich hatte ja eine Frage gestellt. Ja? Frage nochmal bitte. Wie viel verdient man, wenn ich 1000 Euro einzahle? Es ist ungefähr, ja? Sie können ungefähr in eine Woche bis von 200 bis 500 Euro verdienen. Aber mit unseren erfahrenen Experten, Sie können mehr verdienen. Das ist einfach nur wieder einfach unsinniger Blödsinn. Denn letztendlich
Man spekuliert immer noch auf der Börse. Man kann hier keine Zusagen treffen, wie viel man verdient. Und grundsätzlich für alle Neuankömmlinge, das ganze Gespräch hier ist eigentlich schon illegal. Ich habe mich in einer Werbewebseite eingetragen. Dann bekomme ich Anrufe von verschiedensten Firmen, die alle behaupten, ich hätte mich bei denen auf der Firma registriert über die Werbung. Naja, nach der Eintragung bei der Werbung hat sich eine Firma geöffnet, richtig. Oftmals wird man dann aber auch noch von lauter anderen Firmen angerufen, die dann behaupten, man hätte sich da eingetragen. Das heißt, ich kenne maximal eigentlich nur einen Kontakt und eine Firma. Und erlaubt, dass ich angerufen werden möchte, habe ich nie. Grundsätzlich rufen die einfach nur an und begehen Dummfang. Also Menschen, die auf diese Abzockmasche reinfallen, versuchen irgendwie einzusammeln, wer da noch nicht selbst das Geld auf der Webseite eingezahlt hat. Es ist schon ziemlich kriminell, was da passiert. Ihr werdet angerufen ohne einen Double Opt-in, ohne dass ihr in der Regel wisst, dass ihr angerufen werdet. Das steht ganz, ganz selten bei den Webseiten da. Und selbst wenn da steht, dass man angerufen wird, dürfen die euch nicht anrufen. Die dürfen euch erst dann anrufen, wenn ihr euch eingetragen habt, euer Telefon klingelt, ein PIN-Code angesagt wird oder meinetwegen auch per SMS auf einem Handy. Und diesen PIN-Code gebe ich dann ein und bestätige, dass ich tatsächlich auch diese Person bin, die diesen telefonischen Kontakt haben möchte. Denn ansonsten würde die Firma zum Beispiel auch bei eurem Nachbarn anrufen, wenn ihr deren Telefonnummern da einfach eingetragen habt. Das heißt, man kann da einfach irgendwelche Telefonnummern eintragen und die rufen direkt an und behaupten, man hätte sich da angemeldet. Ausreden, warum man sich da nicht angemeldet hat, akzeptieren die nicht. Auch nicht, wenn man sagt, ich habe meine Nummer doch gar nicht eingetragen. Dann behaupten sie, ja, man ist ja selber dafür verantwortlich, dass die da jetzt anrufen. Absoluter Quatsch. Das Gesetz ist hier ganz eindeutig. Ihr dürft nur angerufen werden, wenn ihr das auch erlaubt habt. Und naja, es gibt nur eine Ausnahme. Ihr seid schon in einer Geschäftsbeziehung mit dieser Firma. Oder mit irgendeiner anderen Firma, es ist ja egal. Und dann gibt es nur eine Rückfrage. Weil irgendetwas nicht so läuft oder so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Oder aus Kundenservice-Fragen, wie zum Beispiel, ob man denn zufrieden ist mit dem, was man da erhalten hat. Das darf man schon tun. Allerdings ist das ja ein komplettes Verkaufsgespräch. Man möchte ja noch Geld von mir und ich soll ja Kunde werden. Und das ist nicht erlaubt. Das nennt man dann Kaltakquise. Wir haben sehr, sehr gute finanzielle Experten bei unserer Firma, ja? Aber Sie haben mir jetzt noch nicht gesagt, wie viel ich da verdienen kann. Das will ich doch vorher wissen. Nochmal bitte? Und wie viel kann ich denn jetzt mit 1000 Euro genauer verdienen im Monat? Wie viel kann ich mir denn zurücküberweisen? Einen Moment bitte. So, Herr Gabelbigger, leider kann ich es nicht genau sagen, aber ungefähr in einem Monat Sie können mit 1000 Euro vielleicht 1000 oder 2000 Euro verdienen, ja? Das hängt von vielen Gründen, ja? Also kann ich mit 1000, 1 oder 2000 Euro rausholen? Ja, genau. Sie können mit 1000 Euro noch 1000 Euro verdienen in einem Monat. Ach so, aber das ist ja ganz schön wenig. Ist das wenig für Ihnen? Ja, also vorhin hat jemand angerufen, der hat gesagt, da kann ich 10.000 rausholen. In einem Monat 10.000 Euro verdienen? Ja, mindestens. Ja, es ist auch möglich, aber es ist ganz schwer und ja, es ist möglich. Ja, aber wenn das bei Ihnen nicht geht? Ja, aber ich sage Ihnen, was ist sicher, ja? Sie können mindestens in einem Monat mit 1.000 Euro noch 1.000 Euro verdienen, aber Sie können auch 10.000 Euro in einem Monat verdienen mit unseren Experten, ja? Aha. Ja, aber Sie müssen wissen, dass mit 1.000 Euro Sie bekommen nicht Millionen sofort, ja? Ja. Ja, mit Finanzmarkt, Sie können natürlich viel Geld verdienen, aber Sie bekommen nicht Millionen in einem Monat, ja? Es ist unmöglich. Okay, wie viel kann ich denn da so rausholen? So, mit unseren Experten, Sie können in einem Monat von
250 Euro bis 1000 Euro Geld verdienen, ja, und es ist ungefähr, so, jetzt ich bin realistisch, ja, ich sage, was ist realistisch, ja? Ja. Ja, so, mit 1000 Euro, Sie verdienen ungefähr, 2 oder 3 oder 4000 Euro. Ach, jetzt doch mehr als 1000. So, müssen Sie jetzt investieren, ja? Wie viel Bonus gibt es denn? Bonus? Ja. Bonus für mich oder für Ihnen? Ne, für mich. Also, ja, als ich schon gesagt habe, Sie verdienen dieses Geld, also die ganze Summe, ja? Sie investieren bei uns zum Beispiel 1000 Euro, ja? Und in einem Monat, unsere Experten werden für Sie stark arbeiten, die ganze Monate, 24 Stunden im Tag. Und nach dem einen Monat vielleicht, Sie verdienen 4.000 Euro und Sie bekommen diese ganze Summe, ja? Ja, aber kriegt man da keinen Bonus, wenn man Geld einzahlt? Bei den anderen Firmen gibt es doch Bonus. Und was, welches Bonus meinen Sie? Na, wenn ja, ich jetzt bei den... Bonus ist, Ihre Bonus ist diese 4.000 oder 5.000 Euro. Na, andere Firmen, die geben doch auch einen Bonus, wenn man Geld einzahlt. Dann gibt's doch noch was gratis obendrauf. So, wiederholen bitte. Ja, bei den anderen, da gibt es doch so Startgeld geschenkt. Wenn ich da zum Beispiel 1000 Euro einzahle, dass ich nochmal 1000 Euro gratis dazu bekomme zum Anfang. Ach so, leider, wir haben dieses Bonus nicht. Okay, einen Moment, ich verbunde Ihnen mit meiner Managerin. Einen Moment. Ja. Da sind wir tatsächlich wieder in diesem Betrüger-Callcenter gelandet, das eine Warteschleifenmusik eingerichtet hat. Naja, aber nun ist der Moment gekommen, wo der nette Betrüger wieder nicht mit mir weiter weiß und mich, naja, an wieder jemanden weiterverbinden wird, der auch nicht lange mit mir weiter wissen wird. Denn grundsätzlich geht es halt auch einfach nicht darum, irgendwelche Fragen zu beantworten. Grundsätzlich geht es immer einfach nur darum, dass ihr euer Geld da einzahlt. Ohne Wenn und Aber. Fragen sind einfach nicht erwünscht. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Gabel. Ja. Nina Maus am Apparat, Kontoberaterin aus der finanziellen Gesellschaft. Herr Gabelbiger, die Fragen, die Sie zum Herr Williams hatten, können Sie mir sagen? Was für Fragen haben Sie? Nein, ich habe gefragt... Hä? Ja, bitte, ich höre das. Ja, ich habe gefragt, was mit so einem Bonus ist. Bei den anderen gibt es doch so einen Bonus, wenn man Geld einzahlt. Okay, aber Sie zahlen nicht Geld, Sie überweisen das Geld. Das ist erst, die Wort mag ich nicht, weil wir sind nicht Verkäufer, also wir verkaufen nichts, ja, und das bedeutet, Sie bezahlen uns nichts. Sie überweisen von Ihrer Zahlungsmethode auf Ihre Handelskonto das Geld. Naja, sie will damit erklären, ich würde zwei Konten besitzen. Einmal mein privates Konto und einmal das Konto bei denen. Und sie möchte jetzt hier glaubhaft schildern, dass ich das Geld ja nur verschiebe, also von meinem Konto auf mein anderes Konto. Und sie das Geld sich nicht in die Tasche steckt. Ja, mag sein, dass sie sich das Geld so selbst nicht in die Tasche steckt, das ist richtig. Aber die Firma möchte irgendwo ja was dran verdienen. Grundsätzlich wäre es so, dass man hier Prozente verdient an dem, was man mit dieser Plattform erwirtschaftet. Das sagen die einem hier auch. Und naja, aber so ist es nicht. Letztendlich, wenn ihr das Geld überweist, dann überweist ihr das nicht auf euer eigenes Konto bei denen, sondern ihr überweist das auf ein Konto von Mittelsmännern oder von der Firma direkt und das Geld ist weg. Und dann, damit ihr denkt, ihr habt das Geld noch, macht man euch ein Demokonto auf. Ich meine, ein Konto ist ja nichts anderes als Zahlen darstellen. Digital ist sowas halt echt
nicht zu unterscheiden, ob das jetzt ein Echtgeldkonto oder ein Demokonto ist. Naja, aber da man hier ein Demokonto benutzt und das Geld schon lange weg ist, spielt ihr quasi dann mit Geld, das gar nicht mehr vorhanden ist. Und weil man euch da irgendwelche Gewinne vorgaukelt, wird man dann so tun, als solltet ihr vielleicht nochmal Geld nachschieben. Und dann schiebt ihr Geld wieder nach, aber nicht auf euer Konto. Und so läuft der ganze Betrug eben ab. Und 1000 Euro, also Mindestbetrag ist 250 Euro, 1000, wenn Sie möchten anfangen mit 1000 Euro, das bedeutet, dass Sie werden auf der finanziellen Börse VIP-Konto haben, ja? Ja, Gebirgiger, was bedeutet das, ja? Und 500 Euro, das ist Premium-Konto, Handelskonto meine ich. Also mit 1000 Euro, Sie haben mehr Flexibilität, also was bedeutet das, ja? Sie werden mehr Signalen bekommen und Sie werden also mehr Chancen, also mehr Profiten zu bekommen. Ja, Gebirgiger. Okay, auf der finanziellen Börse ist ganz einfach, ja, mehr Geld bringt sich mehr Geld, also je mehr man investiert, desto mehr man verdient auch, ja. Und, ja, Herr Williams, also Herr Fischer hat schon gesagt, aber ich wiederhole, ja. Okay, die erste Frage, ob Sie Erfahrungen in diesem Bereich haben? Ja, Sie haben ja noch nicht mal meine Frage beantwortet, also Sie haben jetzt ganz viel Scheiße ringsrum also, erzählt. Aber Sie haben überhaupt nicht auf meine Frage geantwortet. Meine Frage war, ob ich Bonusgeld... Einen Moment, sprechen Sie mit mir korrekt. Mach ich doch. Ich, ja? Würden Sie mich mal nicht anschreien? Wer sind Sie überhaupt? Wo ist Frau Claudia? Haben Sie irgendwie ein Problem oder was? Wer sind Sie überhaupt? Nee, ich bin nicht Frau, ich bin Herr Claudia. Sie sind Herr Claudia? Okay. Ja. Herr Claudia. Das heißt, ja, Sie sprechen mit Frau mindestens. Sie sollen korrekt sprechen. Ja, mache ich doch. Was denken Sie, wieso... Hören Sie mal auf, rumzubrüllen. 1000 Euro geben? Können Sie sich mal ein bisschen benehmen? Fuck. Sind Sie doof? Haben Sie irgendwie einen Schaden? Ist bei Ihnen irgendwas im Gehirn nicht richtig da, wo es hingehört? Ich habe doch ganz normal mit Ihnen gesprochen, oder nicht? Aber dem Anschein nach sind Sie irgendwie zu unintelligent, um auf Fragen einzugehen. Und auch zu blöd, um das Telefon richtig zu bedienen, denn Sie haben sich aufgelegt. Eieieiei. Und das ist das Ergebnis, wenn die Betrüger einem nicht am Telefon verstehen. Die ganze Zeit Seriosität vorgaukeln und, naja, sobald sie einen nicht verstehen und überhaupt nicht so richtig begreifen, was man denen eigentlich sagen will, dass man hier vielleicht mal ein paar vernünftige Informationen bekommt, anstatt dieses ganze Gebrabbel ringsrum, was gar keinen Sinn macht und gar keinen Menschen interessiert, da werden sie gleich beleidigend und ausfallend. Und, naja, wie so oft versuchen sie dann, den Spieß umzudrehen, indem sie dem Kunden sagen, dass der Kunde unseriös wäre. Das gab's jetzt hier nicht, aber hier, was hat sie gesagt? Sie hat erzählt, ich wäre beleidigend. Nur weil ich jetzt gesagt habe, dass das, was sie da so erzählt, für mich einfach Blödsinn ringsrum ist und mich ein Scheiß interessiert. Und dass das alles gar keinen Sinn ergibt, dass ich einfach mal meine Fragen beantwortet haben möchte. Denn letztendlich geht es hier um mein Geld, was die gerne zum Investieren hätten. Ja, und so verraten sich die Betrüger immer wieder aufs Selbe und immer wieder aufs Neue selbst. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Wer möchte, kann gerne mal reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.